Hallo Marco, das ist meine VA für dich, was ich so an Bushcraft-Büchern habe. Also hier ist das Taschenmesserbuch von Felix Immler. Kennst du sicher schon, Werken mit dem Taschenmesser. Das habe ich von ihm gewidmet, geschenkt bekommen. Hier sind ein paar Garten- und Kräuterbücher. Das nächste, was vielleicht für dich interessant wäre, ist Trekking, Natur erleben und entspannen. Ist ein, glaube ich, ganz gutes Einführungsbuch. Da hat man die ISBN nochmal. Also wenn du willst, kannst du auch auf Pause machen und abschreiben. Habe ich von der Doris geschenkt bekommen. Genauso wie hier kleine Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen aus dem A. Tee-Verlag, 1000 Pflanzen, tabellarisch mit 300 Farbfotos. Klasse Buch, finde ich. Also, hier ist auch nochmal die ISBN. Und das wirklich Tolle ist, das ist so ein bisschen geordnet, also systematisiert zur Pflanzenbestimmung, ganz toll. Ist vielleicht ein Brocken, aber mit der Zeit hat man dann auch die Pflanzen, die man immer wieder sieht, gerne dann drauf. Einer meiner Highlights aus der Kindheit und Jugendzeit ist von Rüdiger Nehberg, Let's Fetz. Eigentlich eher Richtung Survival, aber das Prinzip aus wenig viel machen, das ist ganz besonders gut. Hier ist die ISBN 3921909 minus 82 minus 1. Das hat mich oft inspiriert und heute habe ich es noch als Nachschlagewerk. Dann habe ich hier das Survival-Handbuch für die Wildnis von Rainer Höh. Hat mein Vater mir mal mitgebracht aus dem Outdoor-Laden. ISBN 3-921-628-06 minus 7. Tolles Buch. Viele so auch so Pfadfinder, Survival, Bushcraft-Sachen drinne, wie Floßbau, Kanubau und dergleichen. Und das Buch, das hat mich auch oft inspiriert, von Bernd Berglund, Leben in der Wildnis. Da geht es eigentlich um den Holzhüttenbau. So richtig schön und mit eine Art Schreibmaschine geschrieben, könnte man sagen. Ich bin ein anderes Baujahr und habe damals auf das Internet nicht zurückgreifen können. Darum waren solche Bücher für mich was Handfestes, wo man dann seiner Fantasie Raum bringen konnte, wo man sich weiterbilden konnte. Ja, also tolle Sache. Und Rüdiger Nehberg, den habe ich ja schon mal erwähnt, also hier bei dem Let's Fetz. Den habe ich auch im DIA-Vortrag gesehen. Hier hat er ein Buch Abenteuer am Blauen Nil. Ist jetzt nicht direkt Bushcraft related. Ich habe noch das andere Buch gehabt, wo er über den Atlantik mit dem Tretboot gefahren ist. Ich habe das Buch auch, also diesen DIA-Vortrag auch mitgemacht bei ihm. Also, Marco. Außer dann so Sachen, die man manchmal auf dem Flohmarkt findet, wie Erlebnisführer Deutschland. Da sind dann auch mal einzelne so Sachen drinne. Baden-Württemberg hier, zum Beispiel in unserem Falle Schwarzwaldmuseum oder so Sachen in diese Richtung, würde ich mal sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen Kanal alles Gute. Urwaldspaziergang zum Brigittenschloss. Ja, das sind so Sachen, die mich interessieren, die mir weiterhelfen, die mich inspirieren. Also alles Gute und tschüss.